Hallo und grüß Gott, liebe User. Klickparadenzeit ist Infozeit. Apropos Infos. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, warum wir heute den Platz gewechselt haben, aber da muss ich Sie noch ein bisschen auf die Folter spannen. Das wird später geklärt. Wir sind zumindest in einem absoluten, ja, kreativen Raum der NZ gelandet und es ist eine Realkulisse, sie ist nicht erstellt. Soweit vorweg. Ganz hurtig blicke ich jetzt für Sie zurück auf die vergangene Woche. Die 5 meistgeklickten Meldungen werde ich Ihnen vorstellen, damit Sie für alle Gespräche in nächster Zeit gerüstet sind. Und es geht ja auch nicht immer nur um die Hard Facts. Das geht es auch nicht, also um die Hard Facts geht es auch nicht, bei einer begeistert geklickten Meldung aus dem Ressort NZ Plus über den Verein Freunde des Fränkischen Schäufele. Statt Vereinsmeierei sind Humor und Augenzwinkern Trumpf. Die Missionierung der restlichen Welt mit dem fränkischen Kulturgut ist den Lokalpatrioten jedoch ein ernsthaftes Anliegen. Ganz klar. Schäufele? Bei dem Wetter eigentlich eine gute Idee. Vom Berliner Hinterhofduo zum Pendant von Tokyo Hotel und Grönemeyer auf einer gigantischen Bühne samt Showtreppe eine echte Erfolgsstory. Rosenstolz waren in der Stadt und rund 9000 Menschen in der Arena hatten sich lieb. Hieß es in der NZ-Feuilleton-Meldung und waren Sie dabei? Also wer es nicht war, hat offensichtlich echt was verpasst. Der tödliche Skiunfall eines 68-Jährigen aus Altdorf, Kreis Nürnberger Land, war die meistgelesene Meldung im Bayern-Ressort. Beim Queren eines Hanges im Skigebiet Wilder Kaiser habe der erfahrene Skifahrer die Kontrolle verloren und sei rund 150 Meter abgerutscht. Die dabei erlittenen Verletzungen waren tödlich. Mit 2 Meldungen punktete sich das Lokalressort auf Platz 2. Und da wir ja praktisch alles für unsere User tun, haben wir natürlich versucht, einen Raum zu finden, wo man das gleich so richtig mal merken kann, diese Atmosphäre. Es geht nämlich in der ersten Meldung um Folgendes. Unsere Stadträte müssen entscheiden, ob sie künftig eben nach wie vor mit Papierfluten arbeiten wollen oder eher elektronisch. Das heißt, jeder Stadtrat mit einem tragbaren PC oder Papierflut. Also hier sehen Sie mal, wie das so ist. Wie gesagt, das ist Realkulisse und man möchte natürlich im Stadtrat auch einsparen. Und die Skepsis bei den Damen und Herren ist aber relativ groß. Und auch OB Ulrich Mali hat schon gesagt, er arbeitet eigentlich recht gerne mit Stift und Papier. Es wird noch spannend und das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Das zweite Thema ist absolut tierisch. Warum die internationale Rassehundeausstellung nicht einmal aus der Sicht eines Hundes beschreiben? Meine Kollegin Katrin Walter aus dem Lokalressort hat sich dieser Rolle angenommen. Katrin, schön, dass du da bist. Wie kamst du denn auf die Idee, eine Rassehundeausstellung sozusagen als Welpe zu besuchen? Nicht unbedingt als Welpe, aber als Hund. Okay. Das kam folgendermaßen, ich habe selber einen Hund. Und als ich durch die Ausstellungshallen gelaufen bin, habe ich mir mal überlegt, wie sich die Hunde eigentlich so fühlen. Die Hunde stehen ja im Mittelpunkt der Ausstellung und ich dachte mir, vielleicht sollten ihre Bedürfnisse auch mal in den Vordergrund gestellt werden. Verstehe. Aha. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte nicht die Rassehunde selber in den Mittelpunkt stellen, die Perspektive der Rassehunde, sondern die Perspektive der Hunde, die von den Besuchern der Ausstellung mitgeführt werden. Also praktisch, normal Mensch geht auf Modenschau und guckt Models an. Ist dein Hund ein Model oder ein Racker? Mein Hund ist eine Promenadenmischung. Oh, okay, also eher ein Rackerkleft. Ja. Okay. Bei so einer Position ist es natürlich ein bisschen problematisch, so vom Journalistischen her. Wenn du so eine Figur erfindest, kann die ja nicht objektiv sein, sonst ist ja der Witz weg. Es muss ja Hundeperspektive sein. Hast du da Reaktionen bekommen oder hast du welche erwartet? Ich habe eher negative Reaktionen erwartet, weil Hundebesitzer, und ich darf das sagen, ich bin ja selber einer, manchmal sehr eigenwillig sind. Okay. Um es diplomatisch auszudrücken. Okay, weniger diplomatisch wie? Ich dachte, vielleicht fühlt sich der ein oder andere auf den nicht vorhandenen Schwanz getreten. Super, ja, noch besser. Und wird sich vielleicht, wenn er selber mit Hund auf der Ausstellung war, denken, wieso, die sind doch gar nicht gestresst und ist doch alles wunderbar und warum soll man den Hund nicht mitnehmen? Okay. Aber das blieb auch, also mich hat nichts erreicht, dergleichen zumindest. Ja.
Okay. Wie erlebst du den Hundebesitzer? Eher so ein bisschen hysterisch oder eher überkantitelt oder eher so völlig normal? Es gibt alles. Es gibt alles. Also es gibt viele, die sich auch ein bisschen zu wichtig nehmen oder vielleicht auch ihren Hund ein bisschen zu wichtig nehmen. Es gibt zu viele, die den Hund vielleicht ein bisschen zu vermenschlichen. Mhm. Das ist immer das größte Problem. Aber es gibt natürlich auch sehr viele sehr nette, normale Hundebesitzer, also mit denen man sich toll unterhalten kann und viel Spaß hat. Also im Großen und Ganzen eine positive Erfahrung jetzt, ja. Doch. Also, ja. Okay. Also ich bin jedenfalls froh, dass du noch mit mir sprechen konntest und ich nicht wow verstehen musste, weil das hätte ich wahrscheinlich nicht so ganz geschafft. Schön, dass du da warst und wir freuen uns auf die nächste Kreativgeschichte. Dankeschön. Dank dir auch. Tschüss. Ciao. Der Sport, der Club, steht wieder mal ganz oben, zumindest bei uns in der Klickparade. Erstmals trafen sich Verantwortliche, Sponsoren, Lokalprominente und Clubprofis zu einem Neujahrsempfang. Präsident Michael A. Roth, war zu vernehmen, rechnet jedenfalls mit der sofortigen Clubrückkehr ins Liga-Oberhaus. Das gesteckte Saisonziel ist durchaus erreichbar. Irgendwie habe ich das schon mal gehört. So, sehen wir uns wieder nächste Woche. Hintergründiges finden Sie auf den NZ-Blogs im Netz und natürlich in der NZ auf Papier. Und da können Sie dann gleich haptisch die Erfahrung machen, wie das ist, Papier oder Elektronik. Also Sie können dann nachfühlen, wie es unseren Stadträten momentan geht. Wie auch immer, bleiben Sie neugierig. Tschüss.